Jetzt geht's langsam voran hier. Sehr gut. Da kommen die Worker doch an. Sind jetzt eh immer nur Tier 3 Worker sein. Wir brauchen noch das Ding, da brauchen wir die Support Commander. Aber ein Commander baut natürlich das noch kurz fertig hier. Ist ja Quatsch. Da bleibt mal gerade lieber unter Wasser. Wenn ihr bestimmt keine Torpedobomber oder so. Eigentlich müssten wir das gleiche einfach nur aus der Ästhetik her auch hier nochmal bauen. Da geht es halt hauptsächlich darum, Masse zu sparen, ne? Ja, der schützt dann die beiden Schilde. Das sieht auch schon mal gut aus. Leckt es gerade so ein bisschen? Das ist ja gefährlich. Boah. Wir brauchen im Bestfall 20 Stück. Eigentlich sogar so 30 von den Support Commandern. Dritte. Ja, so ist das wieder. Ja, komm, wir bauen hier unten das auch noch hin. Ein bisschen Unit Cap haben wir ja noch. Unit Cap. Scheiße. Ja, ihr dürft schießen. Weil. Man manchmal das Gefühl, ihr habt keinen Bock zu ballern.
Alles wieder so angedamaged. Ist wieder einfach ein Werbau von denen. Hätte ich nicht gedacht. Eigentlich waren die so ultra effektiv immer. Die Raketenabwehr ist auf jeden Fall gebufft worden von Cybern, habe ich so das Gefühl. Wir müssen wirklich so schnelle Skill Support Commander machen. Ganz viele Support Commander Babys. Aber es dauert. Aber das wird sich ja immer schneller erübrigen. Sobald der erste fertig ist und dem Commander hilft, hilft er ja auch daran. Exponentiell schneller wird das. Ein 10, das sind 50, das geht. Und das sind auch nur 50, okay, dann geht das auf jeden Fall. Dann können wir jetzt anfangen zu produzieren. Produktion. Eigentlich brauchen wir einen Anti-Air-Schlagen. Einen einzigen. Wo die Anti-Air produziert wird, also Air Superiority Fighter. Einfach aus dem Grund, dass die Schiffe halt gar keine Chance haben gegen Air Units eigentlich. Lieber erstmal die Support Commander rausrushen. Zen. Ja, es geht jetzt recht schnell, ne? Es hat schon arg gefährlich mit diesen die drei Schiffen irgendwie, die sind schon sehr stark. Aber wenn die hier fertig sind und produzieren, sollte das gar kein Problem mehr sein. Weil Multitargeting für so große Schiffe immer sehr schwer ist, außer das sind genauso viele Anzahl technisch. Oder halt so die Hälfte davon. Aber gegen Tier 1 Schiffe zum Beispiel kannst du gar nichts machen. Weil dann schießen die einmal, dann laden die nach. In der Zeit, wo die nachgeladen haben, hast du ein Tier 1 Schiff gebaut, im Prinzip schon. Das heißt, du kannst schon gar nicht gewinnen, während du in der Zeit Schaden bekommst. Ja, dann kommen da keine Missverständnisse auf. Den auch gerade mal und hier noch bauen lassen, hier vorne. Und hier vorne. Dann können ja von mir aus auch noch drei hier hinbauen. Irgendwie so. Ich glaube, das ist schon recht wichtig.
Was macht sie denn da? Torpedo, lol. Also versucht auf jeden Fall wieder useful zu sein. Gunships, die jetzt so random da rumschwirren, sind natürlich richtig easy Kanonenfutter. Die ganzen T3-Jäger. Egal. Support-Kommando sind jetzt wieder in. Das ist auch so geil, wie viel die halt bringen. Ne? Also ein Dude bringt plus 12 Masse und 1075 Energie. Das ist genauso viel wie ein Massefabrikator. Also sobald du Support-Kommando rushen kannst, solltest du nie wieder bauen, weil die verbrauchen ja Energie und die Support-Kommando geben halt Energie. Das ist halt. Wow. Dann können die schießen, theoretisch auch Luftabwehr haben. Was will man mehr? Bald geht's los. Das ist im Prinzip wie die Mission, die jetzt danach kommt. Starten wir jetzt hier unseren Angriff. Sobald wir mit unseren Werften fertig sind, hat der Gegner verloren. Wie mit dem Bomber nachher. Bomben. Hier dürfen wir im Übrigen nicht hochlaufen mit unseren Schiffen, ne? Das ist immer ein Fehler, weil dann quetschst du dich irgendwie hier vorbei und wenn die sich dann irgendwie vorbeigebackt haben, kommen die auf der anderen Seite nicht runter. Dann müssen die wieder zurücklaufen. Das habe ich früher schon mal gemacht. Das war ein großer, großer Fehler. Aber der verbraucht jetzt natürlich trotzdem minus 3, deswegen bauen wir ein bisschen noch was an Massefabrikatoren. Während die bauen, verbrauchen die natürlich ein bisschen mehr, wie die spenden, weil das wäre sonst maximal broken. Kommt natürlich aber auch immer darauf an, was die bauen. Oh. Eigentlich fühle ich mich immer sehr unsicher mit dieser Arty. Also wenn du wirklich nicht so Front-to-Back spielst, dass dann wirklich von da nur Gegner kommen können, sondern die auch mal hier oder von hier kommen oder hier was landen könnten. Du kannst dich halt komplett selbst aus dem ganzen Spiel rausnehmen, sobald die halt irgendwas bei dir landen. Ne? Deine Arty schießt dann halt auf die und das war's. Das ist eine sehr gefährliche Mechanik. Die Geschwindigkeit ist ungefähr gleich. Nein, Commander. Eigentlich muss der nicht so nah rangehen. Egal. Ich würde nur schon mal hier ein Schild vorbereiten. Oh, ist nicht fertig. So. Hast jetzt schon mal so ein bisschen die Economy abdeckt. Ja, dann machen wir hier noch so ein Schild. Die ganzen Bricks. Ah, minus 16. Denke, so langsam kriegen wir allgemein Minus. Achso, wir produzieren hier Schiffe. Okay.
Verstehe. Ja, dann geht's ja gleich los. And so it begins. Wie die alle produzieren. Das wird auf jeden Fall sehr unentspannt, wenn wir die alle noch supporten können. Also unterstützen können wir Support Commander. Supporten können wir Support Commander. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Ja, immer fertig produziert sind mit einer Sache, wir direkt immer 10. 9. Immer. Ist nur 10 oder nicht? Ist nur der 10. Sind direkt gestorben oder was? Ah, ne, ist noch nicht ready. Die hat keinen Tier-1er mehr. Oh no. Oh no, was habe ich jetzt getan? Upgrade abgeworfen. Ne, warte, dann bauen wir direkt den Tier-1er. Ist ja Quatsch. So. Nicht mehr da, so irgendwie wieder. Gut. Das erklärt einiges. Direkt 10 Tier 2 Schiffe. Jedes Mal. Das, was er sagt. Dafür bräuchten wir jetzt, wie gesagt, Tier 3 Anti-Air, die dann auch so die Snacks machen. Deswegen ist da jetzt mein Commander dran, an dem Fall. Commander. Er weggehen, weil er zu nah dran dauert. No! Kein Fall den T1-Techniker noch. Oh Gott. Nehmen wir halt so und dann geht der Riser helfen oder so. Ah. Da kommt doch Torpedobomber. Sehr gut. War die nächste Furia schon durch? Stimmt, da war ja was. 18 haben wir noch. Sehr gut. Genau. Sieht direkt wieder besser aus.
Und man ist der Einzige, der die ganze Zeit hin und her rennt. Alle anderen drehen sich immer nur dahin. Das ist lächerlich. Wie viele T3-Dinger sind das denn eigentlich noch? 10 Stück haben wir hier noch. Stark. Das Radar hier vorne noch da? Radar noch da. Uiuiui. Holen wir noch ein zweites. Kann nicht schaden. Guck mal, das geht mir richtig auf den Sack. Der bewegt sich irgendwie absichtlich immer, ne? Strange. So. Sieht langsam spaßig. Warum wollten die zurücklaufen? Jawohl. Das Überleben am Anfang ist wirklich immer das Einzige in der Mission, was wirklich schwer ist. Aber sobald wir einen Aeon-Dude kriegen wieder mit dem Paragon, also dem experimentellen Ressourcengenerator, würde ich tatsächlich auch mal die Arti auspacken. Von denen aber vorher lohnt sich das nicht. Und in anderen Missionen werden wir, denke ich, mal ein bisschen mit Spinnen spielen. So ein paar Monkey Lords. Aber hier nicht mit Schiffen zu spielen, wäre halt irgendwie komisch. Ist ja lustig nur mit Briggs, weil die halt alle Torpedos halt haben. Das macht halt gar keinen Sinn irgendwie. Ja, bei der nächsten Fuhre können wir sogar schon losfahren, oder? Ja. Nach 2 Fuhren vielleicht noch. Plus 3. Ja, look. Jetzt geht's auch richtig voran. Reicht. Nur 30. Also es reicht sowieso von der Menge her, aber es geht mehr um das Unit Cap. Ich will das ja immer annähernd füllen, damit wir direkt reproducen können. Nach der nächsten Fuhr, dann machen wir das. Dann greifen wir an. Der letzte Marsch. Dann bei der Stunde. Der Stundenmarker vom Spiel. Also, für schön
reicht es leider für mich nicht. Also, das ist hier so ein bisschen für schön immer gebaut. Ne? Also, es geht halt natürlich als viel effektiver und so. Aber, keine Ahnung. Wenn ich schön baue, dann sieht das nochmal ganz anders aus halt. Und dann, ja. Das ist jetzt, also auch so die Verteidigung hier, ne, ist ja auch eher für schön. So, also ein bisschen szenarisch will ich ja schon immer haben, aber. Jo. Entspannt. Plus 510. Da haben wir dann. Oh. Ich habe gerade von dem einen da gehört. 15 haben wir schon. Okay. Der kann ja durchgehend dranbleiben. So. Achso, 1, 2, 3, 4. Sechs, sieben, neun, zehn. Jetzt wird halt noch Die mal schneller Prinzessin ist in produziert. Gefahr. Wir müssen die Basis schnell zerstören. Okay, Angriff. Wie weit dürfen wir denn raus mit den Jägern? Bis nach hier, okay. Okay. Ich gehe dann mal. Das Ding ist, die Gegner haben immer irgendwie mehr Unit Cap. Klar, auch wegen Szenario und so, aber trotzdem immer schade. Wird auch gern mehr. Teleportieren kann sich leider nachher immer nur der Commander, ne? Easy. Da auch wieder das Prinzip von Sicht. Der Sicht kann man dann angreifen.